dürfen zu dir kommen. Und bei dir zu Hause sein. Und in der kommenden Barmherzigkeitsstunde ist dein Herz so weit geöffnet für uns. Und wir kommen für uns selbst, für unsere Lieben, für die armen Seelen, dass wir alle bei dir dieses Zuhause finden, was du uns angeboten hast. Thank you.
Gelobt und angebetet sei ohne End. Jesus Christus, die Mutter deines Vaters. Gelobt und angebetet sei ohne End. Jesus Christus, die Mutter deines Vaters. Gelobt und angebetet sei ohne End. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, sei der Vater wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Haben Sie gut gegessen? Wir haben gut gegessen. Ja. So, we are in the last session of this three days of retreat. Wir sind jetzt in der letzten Einheit unserer dreitägigen Einkehrtage. So, these three days, we were meditating and thinking more on All Saints Day. Am ersten Tag haben wir uns Gedanken gemacht darüber, dass aller Heiligen, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind. No, it's our feast. Deswegen war es unser Fest. You know what is the wish of God for all of us? Wisst ihr, was Gott sich für jeden von uns wünscht? Yes. According to the Bible. Entsprechend der Bibel? Yes. What is it? Was ist das? Be holy. Yeah. Now, First Thessalonians 4:3 says, the will of God for you is your sanctification, your holiness. Und im ersten Thessalonicher Brief heißt das, der Wunsch Gottes, der Wille Gottes für euch ist eure Heiligung. To become saints. Also Heilige zu werden. Yeah. And Second Vatican Lumen Gentium, Second Vatican Council document tells that all of us are called for holiness, universal call to holiness. Und im Zweiten Vatikanischen Konzil, im Buch Lumen Gentium, da wird beschrieben die allgemeine Heiligkeit. Jeder ist zur Heiligkeit berufen. And Pope Francis has wrote one encyclical, I think Gaudete Exultate, on the holiness in the modern world. Und auch Papst Franziskus hat eine Enzyklika geschrieben, Exultate, über die Heiligkeit. How can we live a holy life?
Wie können wir dieses heilige Leben leben? The only way to live a holy life is the life with him. Also, wir können nur ein heiliges Leben leben, wenn wir es mit ihm leben. Yeah. See, this morning we said, no, the stone which lies near a jasmine flower, even though it's a stone, it has no smell, after some time will start to give fragrance. Also, wir haben heute Morgen dieses Beispiel gehört von diesem Stein, der neben einer Jasminblume liegt. Und obwohl ein Stein ja überhaupt nicht riecht, wenn er lange genug neben dieser Jasminblume liegt, dann übernimmt er diese Frequenz und fängt auch an zu duften. So even though this stone has no fragrance, also selbst wenn wir dieser Stein keine Frequenz haben, but if this stone lies near this jasmine, aber wenn wir als Stein uns in der Nähe dieser Jasminblüte liegen, then I will start to be like him. Dann werde ich ihm ähnlich werden. Yeah. If there is no holiness in me, wenn es in mir keine Heiligkeit gibt, but if I stay near the one who is the most holy, perfect, wenn ich mich aber in die Nähe dessen begebe, der vollkommen Heilige ist, he makes me like him. Dann wird er mich ihm ähnlich machen. Okay, yesterday was All Souls Day. Und das war vorgestern. Und gestern war der Allerseelentag. And this whole month, the church is specially remembering and praying our great grandfathers and mothers. Und in diesem Monat November in besonderer Weise betet die Kirche, sind wir eingeladen zu beten für unsere verstorbenen Großeltern und Urgroßeltern. Yeah, the church suffering. Die für die Kirche die leidende Kirche. So we were thinking about the teachings of the church on purgatory. Und dann haben wir darüber nachgedacht über die Lehre der Kirche über das Fegefeuer. What is the basis for purgatory? Was ist die Grundlage für das Fegefeuer? Was finden wir dazu in der Heiligen Schrift? What happens in purgatory? Was geschieht dort im Fegefeuer? What durch das Fegefeuer? What's the fire? Was bedeutet dieses Feuer überhaupt? And how one goes in the purgatory? Und wie wer und wie kommen wir in das Fegefeuer? No. How can we avoid purgatory? Und wie können wir das Fegefeuer überwinden oder vermeiden? Now what we can do for those in purgatory? Jetzt sprechen wir darüber, was können wir für die tun, die im Fegefeuer sind? Yeah. So these are some of the things, and you know, about intelligence, no? Und dann haben wir auch noch über den Ablass gesprochen. Ah, intelligence. How we can get intelligence for the people who are living and for the dead. Wie können wir einen Ablass gewinnen für die Lebenden und wie für die Verstorbenen? Okay. So this is what we have seen all these days. Alles das haben wir in diesen Tagen betrachtet. So this evening, I would like to say something very light. Heute Nachmittag möchte ich etwas, ein sehr leichtes Thema behandeln. Okay, that is, what will happen when we pray for souls in purgatory? Was geschieht, wenn wir für die Seelen im Fegefeuer beten? Okay, so these are from some of the incidents which happen in the church. Und das wissen wir durch einige Ereignisse, die in der Kirche geschehen sind. Okay, so these are some of the incidents which happened in the church. So there was a Polish prince. Also es gab einen polnischen Prinzen. Okay, so he had to come to France. Er musste nach Frankreich kommen. So this prince bought a castle. Und hat dort ein Schloss gekauft. But during his childhood he was very Catholic. Während seiner Kindheit war er richtig katholisch. But slowly when he grew up, he lost his faith. Aber als er herangewachsen ist, hat er seinen Glauben verloren. Then he was against the church. Er hat sich gegen die Kirche gewandt. Then he was against God. Er war gegen Gott. Then once upon a time, he was writing a book against God and against the existence of God. Und tatsächlich hat er dann auch noch ein Buch geschrieben gegen Gott und gegen die Existenz Gottes. And he was writing that there is no future life. Er hat auch geschrieben, es gibt keine Zukunft. So one evening he was walking through the garden. Und eines Abends ging er durch den Garten. So he saw a poor woman crying.
Und da sah er eine alte Frau, die weinte. So he asked, why are you crying? Er fragte die Frau, warum weinst du? Then he said, I am the wife of Jean Maria. Und er sagte, ich bin die Frau von Jean Maria. And he was one of your helpers few years back. Und er war einer seiner Helfer vor einigen Jahren. Who passed away 2 years before. Und der vor 2 Jahren zuvor gestorben war. And he said he was a very good husband and a faithful servant to your father, King. Dieser Arme sagte, er war ein sehr guter Ehemann und er war auch ein sehr guter Diener zu deinem Vater, der damals König war. Then he said, and she said, no, I spent all my money taking care of, no curing, but at the end he passed away. Also ich habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben, um ihm Gutes zu tun, um ihn gesund zu halten, aber schließlich ist er doch gestorben. But now I don't have much money, I don't have money to offer for mass for my husband. Aber jetzt habe ich nicht einmal mehr genug Geld, damit ich Messen für meinen Mann bestellen kann. So this he felt very, what to say, he was not believing in praying for mass and all. Aber dieser Prinz hat überhaupt nicht daran geglaubt oder einen Sinn darin gesehen, Messen für die Verstorbenen zu lesen. Since this woman was crying, he gave some gold coins to her. Aber weil diese Frau nun so am Weinen war, hat er ihr ein paar Goldmünzen gegeben. So that she can offer that for her husband's mass. So, dass sie davon Messen für ihren verstorbenen Ehemann bestellen konnte. So what happened? That evening he was writing this book against God and the future, no? There is no future life. Und dann abends hat er sich hingesetzt und hat bei diesem Buch weitergeschrieben gegen Gott, dass es keinen Gott gibt und dass es auch kein Leben nach dem Tod gibt. Then somebody knocked the door. Dann hörte er ein Klopfen an seiner Tür. Then he opened. Er öffnete. When he opened, he saw who came was the dead person who died 2 years before. Und er stand vor der Tür. Vor der Tür stand diese verstorbene Person, die 2 Jahre zuvor gestorben war. Then he said, und er sagte, my dear Prince. Also die verstorbene Person sagte, mein lieber Prinz, I came to thank you for the masses you enable my wife to have said for my soul. Ich danke dir, dass du meiner Frau Geld gegeben hast, dass sie für mich Messen lesen lassen konnte. Thanks to the saving blood of Christ. Dank dem kostbaren Blut, dem erlösenden Blut Christi, which was offered for me, was für mich in dieser heiligen Messe dargebracht wurde. And now I am going to heaven. Und jetzt bin ich befreit und ich gehe jetzt in den Himmel. But God has allowed me to come and thank you for your generous arms. Also, aber Gott hat mir erlaubt, dass ich noch einmal zu dir komme und dir für deine großzügigen Hände meiner Frau gegenüber danke. Then he said, I have one more thing to tell you. Und eins möchte ich dir noch sagen, sagt er dann noch. My dear Prince, mein lieber Prinz, there is a God. Es gibt einen Gott. A future life. Es gibt ein ewiges Leben. Heaven and hell. Es gibt Himmel und es gibt eine Hölle. Then he disappeared. Und dann verschwand er. No, then this prince fell on his knees. Und dann fiel der Prinz auf seine Knie. And he started to pray a credo, I believe in God. Und er begann das Glaubensbekenntnis zu beten, ich glaube an Gott. No? So this is what happened. Das ist geschehen. No? See, so what happened, see, this, the souls in purgatory, also die Seelen im Fegefeuer, once we help them, wenn wir ihnen helfen, we don't know in what way they will return that help. Dann wissen wir nicht, in welcher Art und Weise sie uns diese Hilfe zurückschenken. In so many ways. Es gibt so viele verschiedene Wege. I will give you another example. Ich kann euch dazu noch ein anderes Beispiel geben. There was a girl. Ein Mädchen. She was a servant girl. Sie war eine Dienerin. So one day in his parish, the priest was giving retreat on the whole souls in purgatory. Und da war es in dieser Pfarrei, wo dieses Mädchen lebte,
hielt der Priester Exerzitien über die Seelen im Fegefeuer. And during the retreat, und während dieser Exerzitien, like this, geschah Folgendes. The priest said, der Priester sagte, there are many souls in purgatory. Es gibt so viele Seelen im Fegefeuer. They require only one holy mass. Die benötigen nur noch eine heilige Messe, to reach heaven. Um in den Himmel zu kommen. But some of them have to stay there for years and years and years. Aber andere gibt es, die müssen noch Jahre dort bleiben. Because the people on the earth have forgotten them. Weil die Menschen auf der Erde sie einfach vergessen haben. Just one mass. Sie brauchen wirklich nur noch eine Messe. So it touched her. Und das hat dieses Mädchen tief berührt. So what did she do? Was tat sie so also? She decided every month I will offer one holy mass for all the souls who need one mass. Also sie sagte, ich werde jetzt einmal im Monat eine Messe aufopfern für alle die Seelen im Fegefeuer, die nur noch eine Messe brauchen, um in den Himmel zu kommen. Those are almost close to heaven, but also, not yet. Also für die, die kurz vor dem Himmel stehen. So every month she was offering. Das hat sie mass. Jeden Monat getan, eine Messe gelesen. So it continued. And one day she had to go to Paris. Und eines Tages musste sie nach Paris fahren. There she fell ill. Da wurde sie krank. Okay. Then she was in the hospital. Sie war dort im Krankenhaus. No, she was a servant girl. Sie war eine Magd. Then after some time, the sickness was a little severe, so she has to stay for a long time. All her money was spent there. Und es war ein bisschen ernsthaftere Krankheit, sodass sie länger im Krankenhaus bleiben musste und all ihr Geld war schon dafür aufgebraucht. And she had only one franc left. Sie hatte nur noch einen Franc. So she thought, okay, this month I did not offer for mass for the souls in purgatory. Und da sagte sie, diesen Monat kann ich jetzt diese Messe für die Seelen im Fegefeuer nicht lesen. So either she can use that money to come back or use that money for saying the mass. Also sie brauchte das Geld eigentlich, um zurückzufahren, oder sie hat es ausgegeben für die Messe. Vor dieser Wahl stand sie. So she went to a church and asked the priest to offer mass for the souls in purgatory, especially those who are almost reaching heaven. Und dann ging sie doch zu einer Pfarrei und bat den Priester, eine Messe zu feiern für die armen Seelen im Fegefeuer, besonders für die, die kurz davor sind, in den Himmel zu kommen. Once she gave, she has nothing left. Und als sie das Stipendium für die Messe gegeben hat, hatte sie nichts mehr. So after the mass, she was outside. Nach der Messe war sie draußen. And she has no money. Nichts, kein Geld mehr. And she has lost the job because for a long time she was in the hospital. So the und weil sie so lange krank gewesen war, hat sie auch ihre Arbeitsstelle verloren. So the mistress, no servant, because she was sick, so she lost the job. Also sie hat ihren Beruf verloren. So no job, no money. Also keine Arbeitsstelle mehr, kein Geld. So she was outside the church. So stand sie da draußen vor dieser Kirche. So then one young man came to her. Da kam ein junger Mann zu ihr. And asked her, what happened to you? Looks very sad. Und er fragte sie, du siehst so traurig aus, was ist passiert? Then she said her condition. Dann erzählte sie von ihren Umständen. I have no job. Ich habe keine Arbeitsstelle mehr. I can be a servant in some place. Ich könnte irgendwo eine Magd, eine Dienerin sein. Then this young man said, I know a lady who is looking for a servant. Ja, sagte dieser junge Mann, ich kenne gerade eine Frau, die sucht nach einer Magd. Come with me, I will take. Komm mit mir, ich werde dich dorthin bringen. So this young man took her to a house. Und der junge Mann brachte sie zu einem Haus. So knocked the door and one old lady opened the door. Sie klopften an und eine alte Frau öffnete. Then when they reached, this young man left. Und sobald sie dort angekommen waren, war dieser junge Mann verschwunden. So then the lady came, they opened the door. Und dann kam diese alte Frau und öffnete. Then this servant girl asked the lady. Und dieser Magd fragte, I have been told that you are looking for a servant. Mir wurde gesagt, dass du nach einer Magd suchst.
I am happy to take that position. Ich würde das gerne für dich machen. Then the lady was surprised. Und die alte Dame war überrascht. And she said, who told you that I need a servant? Wer hat dir das gesagt, dass ich eine Dienerin, eine Magd brauche? Then she said, only a few minutes before I had to dismiss my servant. I has to dismiss, send away the servant. Ach so. Also nur vor ein paar Minuten habe ich diesen Mann, der mich hierher gebracht hat, weggeschickt. And then I was thinking, how I will get a good servant. Also die ältere Frau sagte, ich habe gerade meine Magd weggeschickt und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich jemand Neues bekomme. But have you meet anybody? Hast du irgendjemanden getroffen? Did you meet the servant whom I have sent? Hast du diese Magd getroffen, die ich weggeschickt habe? No, it was a lady. Nein. Then how do you know? Aber woher weißt du dann, dass ich eine Magd brauche? She said, one young man came and told me that there is a lady who needs a servant. Und diese Magd sagte, da war ein junger Mann, der hat mir gesagt, dass du eine Magd suchst. Where is he? Wo ist er? Then I don't know now. Ich weiß es nicht. Er ist nicht mehr da. So they entered the house. Dann sind sie ins Haus gegangen. When he entered the house, this servant girl saw the photo of that young man on the wall. Und dann, als sie im Haus war, sah diese Magd das Bild dieses jungen Mannes, der sie begleitet hatte, dort an der Wand hängen. Then she asked, "Who is she? Who is he?" Und dann fragte sie, wer ist denn das dort? Then this old lady said, "That is my son who passed away 1 year back." Und sie sagte, die ältere Frau sagte, das ist mein Sohn, der ist vor einem Jahr gestorben. Then she said, "This is the man who took me here." Und dann sagte die Magd, das ist aber der Mann, der mich hierher gebracht hat. Yeah. So later they came to know that. Also da wurde es ihnen bewusst. No? Because of her prayers. Wegen ihres Gebetes. This young man. Hatte dieser junge Mann. Was saved to heaven. War für den Himmel gerettet. Because of her prayers, because everyone she was offering mass for those who are about to enter heaven. Also wegen dieser Messe, die sie aufgeopfert hatte, wurde dieser Mann gerettet für den Himmel. Yeah. And since this poor servant always dedicated, always thought of the souls in purgatory, and through her offering, he also was reached heaven, so he wanted to come to her aid when she was in difficulty. Und weil sie doch alles gegeben hatte, diese Magd, um die Seelen im Fegefeuer zu helfen, sie zu retten, darum kam jetzt diese gerettete Seele, um dieser Magd zu helfen, die jetzt in Schwierigkeiten war. Then this mother told her. Und dann sagte diese Frau, stay in this house. Bleib du hier bei mir. Not as a servant. Aber nicht als eine Magd. But as my daughter. Bleib jetzt hier als meine Tochter. This is what happened. Another incident. Das ist ein anderes Ereignis, was geschehen ist. So, you know, this souls in purgatory comes to our aid, you know, beyond our dreams. Also, ihr wisst, diese armen Seelen, sie kommen manchmal zu uns in unseren Träumen. No? See, to protect us, um uns zu beschützen. No, come in our necessities. Sie kommen dann, wenn wir es notwendig haben, wenn wir es brauchen. There was a group of priests who had to go to Rome. Es gab mal eine Gruppe von Priestern, die nach Rom gehen mussten. So they have to pass through the Alps. Sie mussten durch die Alpen gehen. And they have to go to Rome to give. They have collected some money. They have to give the money to the Pope. Und sie hatten vorher Geld gesammelt und wollten dieses Geld dem Papst übergeben. So when they were passing through the Alps, they know that there are these thieves. No? Aber als sie durch die Alpen gingen, wussten sie, dass es dort Räuber gibt. No? Because they know these are the ways of the travelers, so they will be hiding and waiting for the travelers to loot. Weil die Räuber wussten genau, wo die Wege der Reisenden waren und sie versteckten sich dann irgendwo, um sie zu überfallen. So, what did the priest do?
Also was taten die Priester? They used to offer mass for the souls in purgatory. Sie hatten, für sie war es auch normal, dass sie Messen für die armen Seelen im Fegefeuer lesen. So the priest prayed before starting the journey. Und so betete der Priester, bevor er sich auf diese Reise machte. No. Dear holy souls, liebe armen Seelen, we entrust into your protection this journey. Wir übergeben diese Reise eurem Schutz. And they started the journey. Und dann sind sie losgezogen. So when they were going, während ihrer Reise, these people came, kamen diese Räuber with gun, mit Gewehren. No? And when they came, they wanted to shoot. Und die wollten natürlich schießen. But they were trying to shoot, but no fire was coming out. Sie zogen die Revolver, aber es funktionierte nicht. Yeah. Then they were trying, but they cannot do anything. Sie versuchten es, aber das Gewehr funktionierte nicht. Means they became still. Dann wurde die ganze Situation ruhig. As long as the priests pass away. So lange blieben sie dort stillstehen, bis die Priester vorübergezogen waren. Because when the priests saw they are still, they cannot do anything. Als die Priester sahen, die stehen da ganz still, die können uns nichts anhaben. They understood that the souls in purgatory came to their aid. Da hatten sie wirklich verstanden, die Priester, dass die Seelen im Fegefeuer ihnen zu Hilfe gekommen waren. Then what happened? Und was geschah weiter? Then they went to Rome. Sie kamen nach Rom. After that, this one of the priests were appointed in one of the parish. Und einer von den Priestern war in einer Pfarrei eingeladen. On one day, und eines Tages, when this priest came to the parish, one man came and told him. Als dieser Priester in der Pfarrei kam, kam ein Mann, um ihm etwas zu erzählen. Father, Pater, I was the head of that robbers. Ich war dieser Chef von dieser Räuberbande. We wanted to steal all your money. Wir wollten euch das ganze Geld wegrauben. But when we saw you, aber als wir euch gesehen haben, when we were trying to shoot, wenn wir versucht haben, euch zu an invisible force prevented us. Da hat uns eine unsichtbare Macht davon abgehalten. And it never happened. Sowas ist uns noch nie geschehen. Always when we fire comes out. Immer, wenn wir unsere Pistole ziehen, dann schießt es los. But at you, we couldn't do anything. Aber euch gegenüber konnten wir nichts ausrichten. So they understood, the priest understood that, see, the souls in purgatory, they came to their aid. Und so haben diese Priester wirklich verstanden, dass die Seelen im Fegefeuer ihnen zu Hilfe gekommen sind. See, remember, so the souls in purgatory not only helps us in our material needs. Also die Seelen im Fegefeuer helfen uns aber nicht nur in unseren materiellen Nöten, in our spiritual needs, auch in unseren geistigen Nöten. Also, auch. Because it becomes their responsibility to come to our aid, take care of us. Weil es wird zu ihrer Verantwortung, sich um uns zu kümmern. No? They will be very grateful to us. Sie werden dann uns gegenüber sehr großzügig sein. So the more we take sacrifice for them, je mehr wir für die armen Seelen opfern und Messen lesen lassen, the more they will help us. Umso mehr werden sie auch uns helfen. See, suppose if I help somebody in need, surely that person have a good heart to help me back. Natürlicherweise ist es ja auch so, wenn ich jemandem helfe, der Hilfe braucht, dann wird er auch sich mir gegenüber sehr freundlich erweisen. But if it because of your prayer one soul reaches heaven. Aber wenn durch euer Gebet eine arme Seele in den Himmel kommt, do you think that he will forget us? Glaubt ihr, dass diese Seele euch vergessen wird? You can tell that you have your own saint in heaven for you. Also ihr könnt dann wirklich sicher sein und sagen, dass ihr einen Heiligen im Himmel habt für euch. Your saint. Euer Heiliger. Your own. Euer eigener Heiliger. One of the greatest desires of this person will be to bring you to heaven. Weil eins der größten Verlangen dieser Seele, die dort im Himmel angekommen ist, aufgrund eures Gebetes, wird es sein, auch euch in den Himmel zu bringen. Not only that. Aber nicht nur das. In the history of the church, they are not only bringing us to heaven, also helping us in our physical needs.
Also, aber in der Kirchengeschichte wissen wir, dass sie nicht nur uns helfen wollen, dass wir auch in den Himmel kommen, sondern sie wollen uns auch bei unseren täglichen Bedürfnissen helfen. Protection. Uns beschützen. Yeah. When Pius IX, Papst Pius der IX, he was the Pope. Er war Papst. So one priest, he wanted to appoint one priest as a bishop. Er wollte einen Priester zum Bischof ernennen. Of a diocese. Einer Diözese. So this priest don't wanted to become the bishop. Aber dieser Priester wollte nicht Bischof werden. So he went to the Pope. Also ging er zum Papst. Pope Pius IX. Zu Papst Pius dem IX. And told the Pope. Und sagte zu ihm. Holy Father, I don't want to become the bishop. Heiliger Vater, ich möchte wirklich kein Bischof werden. Because I have a lack of memory. Weil ich habe Gedächtnisschwächen. No? The defect, grave defect of memory, I forget things. Ich vergesse so viele Dinge, da kann ich nicht Bischof werden. So if I am the bishop and if I forget things, it will cause a lot of problem. Wenn ich als Bischof so viele Dinge vergesse, wie es bei mir ist, das wird große Probleme machen. Then he was telling, because of that I cannot take. Then Pius IX said. Aber Pius der IX antwortete. He said, your diocese is very small in comparison with the universal church which I carry on my shoulders. Also die Diözese, die du bekommen sollst, ist sehr klein im Vergleich zu der anderen universalen Kirche, die ich auf meiner Schulter trage. The Holy Father tells, your cares will be very light in comparison with mine. Das, was du in dieser Diözese zu tragen hast, ist sehr leicht im Vergleich zu dem, was ich zu tragen habe. I have to take care of the universal church. Ich muss mich um die ganze universale Kirche kümmern, die habe ich zu tragen. You have to take care of only one diocese. Du sollst doch nur die Verantwortung für eine kleine Diözese haben. Then he said, und dann sagte er, I too suffered from a grave defect of memory. Ich selber habe auch diese Gedächtnisschwierigkeiten. But I promise to say a fervent prayer daily for the souls in purgatory. Aber ich bete jeden Tag ein Gebet zu den armen Seelen im Fegefeuer. And in return, they obtain for me an excellent memory. Und im Gegenzug dazu kümmern sie sich, die armen Seelen kümmern sich darum, dass ich ein wunderbares Gedächtnis habe. So Pope Pius IX said, you please go and do likewise. Und deswegen sagte er, mach du das doch genauso. See, the more we give, also je mehr wir geben, the more we get. Je mehr empfangen wir auch. The more we give to them, je mehr wir den armen Seelen geben, no, the more we get. Je mehr bekommen wir auch zurück. See, these are some of the examples which happen in the history of the church. Das sind einige Beispiele, die tatsächlich in der Geschichte der Kirche geschehen sind. But we forget them many times. Aber das vergessen wir so oft. No? Souls who are in most need of God's mercy. Wir vergessen die Seelen, die der Barmherzigkeit Gottes am meisten bedürfen. And the more we pray, we are getting more intercessors. Also, und je mehr wir beten, je mehr haben wir auch Fürsprecher. So, we should make it a point, make it a habit that every day we should pray for them. Also, so könnten wir es und sollten wir es uns zur Angewohnheit machen, jeden Tag für sie zu beten. And celebrate Holy Mass for them. Und die Heilige Messe für sie darzubringen. Yeah. If there is no possibility to offer Holy Mass, at least we can pray for them. Und wenn wir nicht eine heilige Messe aufopfern, dann können wir aber doch wenigstens für sie beten. First is Holy Mass, second is Divine Mercy. Das erste war die heilige Messe, das zweite, haben wir gesagt, war der Barmherzigkeitsrosenkranz. And the final thing which I want to say is this. Und das Abschließende, was ich noch einmal sagen möchte, ist Folgendes. Please learn by heart this prayer. Lernt dieses Gebet von der heiligen Gertrud auswendig. Yeah. So, according to the promise of Jesus to her. Weil Jesus hat ihr versprochen. If you pray this devoutly once.
Wenn du dies einmal ehrfurchtsvoll betest, Tausend souls will be and all saved from purgatory. Werden tausend Seelen vom Fegefeuer gerettet. How much time will it require to say this prayer? Wie lange dauert dieses Gebet? 1 minute. Eine Minute. Yeah? So we should learn by heart this. Also wir sollten es auswendig lernen. And make it a point that every day we pray this at least once. Und machen wir es uns zur Gewohnheit, dass wir es wenigstens einmal am Tag beten. So, tausend souls. Tausend Seelen. So, every day. Jeden Tag. And you will see, they come for your protection. Und ihr werdet sehen, sie kommen, um euch zu beschützen. Because the Lord taught Saint through this one. Weil der Herr selber das der heiligen Gertrud gesagt hat. And she is a canonized saint. Und sie ist eine kanonisierte Heilige. That means church has approved. Das heißt, die Kirche hat das bestätigt. Maybe you can check in the internet this prayer. Vielleicht könnt ihr im Internet dieses Gebet finden. Okay, maybe what we can do is maybe sister this one, if possible, if we can print out in small and we can keep. Also wir werden das versuchen, diesen Monat auszudrucken und hier auszulegen. And also coming can take and go. Wer dann kommt, der kann das wirklich sich gerne mitnehmen. Yeah. So let us help out as much as we can. Also wir wollen alle so viel wie möglich helfen. So let us conclude by praying the prayer once again. Also schließen wir jetzt ab, indem wir das Gebet noch einmal sprechen. Eternal Father. Ewiger Vater. I offer you. Ich opfere dir auf. The most precious blood of your divine Son Jesus. Das kostbare Blut deines göttlichen Sohnes Jesus. In union with the Holy Mass celebrated throughout the world today. In Einheit mit allen heiligen Messen, die heute auf der Welt gefeiert werden. For all the holy souls in purgatory. Für alle armen Seelen im Fegefeuer. For sinners everywhere. Für alle Sünder. For sinners in the universal church. Für die Kinder, für die Sünder in der ganzen Kirche. For those in my own home. Für die bei mir zu Hause. And in my family. Und in meiner Familie. Amen. See, remember, when we pray this, we are praying for the souls in purgatory. Also seht, wenn wir das beten, dann beten wir für die armen Seelen im Fegefeuer. The sinners all over the world. Wir beten für alle Sünder auf der Welt. In the church. Für die Sünder in der Kirche. In my own home. In meinem Zuhause. In my family. Und in meiner Familie. See, it's a wonderful prayer, no? Das ist doch ein wunderbares Gebet. Every day we are praying for my dear ones in the home, family, and also in the world, and also in the purgatory. Das heißt, ich bete jeden Tag für meine Lieben zu Hause, in meiner Familie, in der Kirche, in der Welt und auch im Fegefeuer. Yeah, that's why in Fatima, Jesus, Mother Mary taught them something called Fatima prayer. Und deswegen hat die Mutter Gottes in Fatima den Kindern so etwas gelehrt, was als das Fatima-Gebet bekannt ist. What is that? Welches ist das? Ja, after every decade. Das beten wir nach jedem Rosenkranzgesetz. Oh my Jesus. Oh mein Jesus. Forgive us our sins. Verzeihe uns unsere Sünden. Lead us not to the fires of hell. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Yeah, those who are most need of your mercy. Besonders die, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Yeah. The sinners, those who are in most need of God's mercy. Die Sünder, die der Barmherzigkeit Gottes am meisten bedürfen. And maybe it can also be the souls in purgatory also. Das können auch die Seelen im Fegefeuer sein. No, Fatima prayer. Das gibt Fatima-Gebet. So, my humble recommendation is. Also meine demütige Bitte an euch ist. Let's study this prayer by heart.
Lasst uns dieses Gebet auswendig lernen. Okay, and let's pray every day. Und dann beten wir es natürlich auch jeden Tag. Okay. It will be a great blessing. Das wird ein großer Segen sein. For the souls in purgatory. Für die Seelen im Fegefeuer. And more for us. Und auch für uns. Yeah. Let's continue to thank the Lord. Let's continue to adore the Lord. Lasst uns jetzt fortfahren, den Herrn anzubeten. Yeah. So for the next 1 hour, let's thank the Lord, let's adore the Lord, let's pray for the souls in purgatory. Also in der nächsten Stunde, lasst uns dem Herrn danken, lasst uns ihn anbeten und lasst uns auch für die Seelen im Fegefeuer beten. And let's intercede for God's mercy for them. Und bitten wir um die Barmherzigkeit Gottes für sie. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Er sei der Vater und der Sohn und der Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Er sei der Vater und der Sohn und der Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.